Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Oh, was auch gehört gleich. Direkt. Lagerkasse, okay. Ja, klar. Lol. Unerwartet. Okay, wir gehen mal zu unserem Pferd. Heute gehen wir nicht jagen. Ich habe zwar, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass wir jagen gehen, aber ich habe gerade nicht so Bock. Nein, also ja auch. Ich möchte nämlich dieses. Ja, hallo. Hat eigentlich schon ein geiles Gewehr. Nee. Ich will jetzt nicht auf die Jagd gehen, sondern zu diesem JE-Zeichen. Weil das ist ja so ein bisschen weiter weg. Pferd. Wie gibst du nochmal Gas? Oh Gott. Oh. Alter, ich dachte schon. Ah, okay, so springst du. Ah, jetzt. Okay. Keine Ahnung, was das gerade für ein Hänger war. Genau, wir gehen mal zu diesem JE-Zeichen. Ich frage mich so ein bisschen, was das ist. Hier runter. Oha, okay, wir können jetzt auch einfach random Leute erschießen, respektive auch bedrohen und so. Wieso dreht er denn so durch? Oh, die haben gejagt. Oder der. Ja, nur eine. Ja, geil, wie komme ich jetzt da hoch? Alter, wie viele Tiere das hier hat. Wir müssen wirklich mal jagen gehen. Aber ich will jetzt erstmal kurz gucken, was dort eigentlich ist. Alter, das Pferd geht ja richtig ab. Die Ausdauer ist eigentlich noch fast voll beim Pferd, von daher. Eigentlich so am Arsch sollte es gar nicht sein. Oh nein, Junge, ist wieder der Bahnhof. Müssen wir schon wieder jemanden retten? Bitte nicht, Alter. Weil das hat uns ja letztes Mal wollen wir auch überfahren. Weil der betrunkene Typ halt, ja. Valentine. Es ist nur 7 Grad, alles klar. Ach, jetzt. Ja gut, da hinten ist auch schon wieder Schnee, stimmt. Okay, ich schau mal, müssen wir irgendwas in der Stadt machen. Wie, Digga, Pferd, was ist los? Ja, was hat er? Hello there. Bei dem Metzger habe ich ja letztes Mal was gekauft. Oh Gott. Oh, na warte, ist das die Mission, wo man Lenny. Oh nein. Wo nicht Lenny. Wo man Lenny suchen muss? Oh nein, Digga. Die ist los. Digga, was ist mit meinem Pferd los? Ganz ruhig. So. Wir gehen mal rein. Wir gucken mal. Oh nein, nee. Okay, schön, cool, rein. Oh, Arthur, come here, I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Oh, and we have our answer. Oh, nein. Alter, jetzt geht's richtig ab, Alter. Oh Gott, Digga, er gibt mir. Schlag doch zurück, Alter. Mann, ich dachte, du bist ein guter Kämpfer. Oh, ah, wir können R drücken, um abzublocken. Oh. Oh, ich glaube, man dürfte eigentlich keine Waffen benutzen. Ich glaube nämlich, man darf eigentlich gar keine Waffen hier benutzen in den Salons. Ich glaube, da war wirklich nur Fäuste erlaubt. Ja, ich muss kurz nachladen. Du schaffst das so. Aber ich nehme einfach die Waffe und schieße alle nieder. Ey, kein Spaß. Den lassen wir.
Kann ich jetzt nicht endlich... Warte mal. Hä? Was ist denn los? Ist ja gar kein Gegner mehr da. Hä? Ja, was muss ich denn machen? Wen soll ich denn schlagen, Alter? What the fuck? Hä? What the fuck? Hey, what? Hä? Ich check's richtig nicht. Hä, bei mir waren ja gar keine mehr da. Ich glaube, ich musste die wirklich verprügeln und nicht erschießen. Naja, kann mal passieren. Ja. Belastend, Alter. Ja, egal, wir machen es einfach nochmal. Oh, oh, oh. Oh, Digga, der mit seiner Flasche, ey. Oh, F, um zuzuschlagen? Ich habe jetzt immer mit der Maustaste die Dings sind. Oh, E, um zuzupacken? Boah! Digga, das nenne ich mal einen Schlag. Okay, warte, wir helfen kurz dem, weil da sind zwei. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, die anderen helfen mir nicht, aber ich soll ihnen helfen, ich check's nicht. Das Ding ist, ich bin halt nicht der beste Fighter, ne? Oh, oh, oh. Oh mein Gott, Digga. Ich muss immer wieder blocken. Gucken, dass ich blocke. Oh. Digga, wie viel hält der denn aus? Das ist ja nicht mehr normal. Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already, surely that's enough! What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully.
Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Okay, ja, das war wirklich nicht so geil gerade, Alter. Ich glaube, der hat auch einige Beulen. Der Salon hat jetzt logischerweise auch zu. Wo ist denn mein Pferd? Ach, oh, mein Hut. Den muss ich holen. Tut mir leid. Den Hut. Oh, dann gehe ich wieder. So, gut. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir machen müssen. Aber scheinbar ist einer von uns gefangen bei den Kopfgeldjägern. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Aufsteigen bitte. Okay, ja, da ich jetzt nicht weiß, wo wir genau hin müssen, gehen wir mal zurück ins Dorf. Dann gucken wir kurz. Was ist denn hier? Ah, keine Ahnung. Was läuft? Law never seemed to find the bodies in this town. Damnedest thing. Wie wenn du meinst. You looking to prove something here? Don't mind me, I'm leaving. Okay. Get out of here now. Wieso? Let's go. You're done here. Oh. This is your last stand. I can have the law here in a pack. Understood? Who's talking now? Huh? Richtig die Ehre genommen. Ja, aber wurde auch gefährlich, als er direkt die Pistole gezückt. Okay, gut. Gehen wir zurück. Ich glaube, wir haben heute genug Schläge ausgeteilt und eingesteckt. Nicht der Meinung. Gehen wir im Querfeld ein? Ja, ja. Was soll schon passieren? Jetzt ist dieses JE-Zeichen dort. Aber ich würde jetzt gerne erstmal jagen gehen. Gut, können wir schlafen, damit wieder Tag wird? Und eigentlich ist ja in der Nacht besser zu jagen. Hallo? Kann ich dich eigentlich grüßen? Ich finde es aber cool, wenn man hier einfach rumläuft, dass man auch die Waffen auswählen kann. Ist auch gar nicht, ob wir alleine jagen können. Warte mal, wie ging das nochmal? Und so. Genau. Ja, ist gut. Ah, okay. ja. Genau, wir gehen jetzt aber erstmal zurück zum Camp. Und gehen dann mit dem anderen Typen jagen. Weil der ist ja Profi im Jagen, von daher. Die Musik. Bisschen strange. Wir haben ein bisschen Vorräte plus bekommen. Wir gehen jetzt mit Javier, ist das glaube ich? Oder wie hieß der? Gehen wir jetzt jagen. Perspektive. Ich will zuerst kurz mein Pferd hier anbinden. Hey, Arthur. Ja, hi. Und in der Nacht habe ich ganz ehrlich keinen Bock zu jagen. Wegen. Okay. I'm gonna go try to get some sleep. You did good in town, finding out about that train. Thank you. It was fun. Well, I wouldn't say it was all fun. Ah. Okay, ich weiß gar nicht, wo ist überhaupt mein Zeug? Ah, stimmt das hier? Ja, dann würde ich jetzt hier gerne... Waffenkoffer? Geschlafen. Oh nein, schlafen. Okay. Bis morgen. Genau, 5 Stunden Schlaf, das reicht ja komplett aus. Ja, leg dich mal gemütlich hin. Mm-hmm.
War das jetzt? Was, man kann hier zunehmen oder abnehmen? Als ob... Digga, das Spiel ist ja so... wo ist mein Pferd? Als steht's da. Aber mein Gesundheitskreis wird gerade nicht... Ups, wollte ich nicht. Gerade nicht angezeigt, okay. Ja, Hose, auf die Jagd gehen. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. Okay, Leute. You still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? Hey, wait a minute. Assume. Aber ich finde das hier schön. Ah, jetzt ist das mein neues, aber das will ich eigentlich gar nicht. Leute, sowieso, ich glaube, das machen wir erst nächsten Sonntag, weil ich weiß, dass diese Mission ziemlich lange geht. Und deswegen... Digga, wie hoch das auch ist. Und ja, warte mal, dann speichern wir jetzt einfach kurz, ja. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption. Ihr wisst jetzt schon, was in der nächsten Folge passiert. Wir werden einen Bären jagen und ja, das war's mit dieser Folge Red Dead. Ein bisschen kürzer als sonst, aber juckt ja nicht. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.